Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1119 auf der Hot Online Farm. So, weiter geht's. Entschuldigung. Immer noch mit Ballensammeln beschäftigt und jetzt auf der Wiese 100 sind wir ja schon mal am Wenden. Und da schon mal hier so ein bisschen wieder was auch vernünftig zusammentüdeln können. Halt. Und eingeschränkt jetzt. Hat er mitgenommen. War noch so, aber er hat es mitgenommen. Ist gut. So, Dille. Heute ist schon wieder Sonntag. Wie ihr die Folge seht. Dann mischen wir die ganz. Ich muss ja schon wieder ein bisschen in Vorlauf kommen. All dieweil. Wir haben jetzt anderthalb Wochen nichts gemacht, weil ich leider gehandicapt war. Gut deutlich kann man es sagen und ausdrücken und tun und täten, hast du nie gesehen. Zack, weg. So, Dele. Nächste Ladung wieder wegbringen. So, und hier. Lever ist da. Upsala. Ups. Ich habe einen Baum getroffen.
Im Stream könnte man jetzt den Befehl Ausrufezeichen Unfall triggern. Aber das ist ja im Stream und nicht in der Aufnahme. Ups, da. Langsam kommen wir unten rum wieder vorne, kein Eindruck. Nimmt sich bald nicht mehr allzu viel. Okay. Können wir gleich mal den Traktor kaufen? Ich habe jetzt eh nichts weiter zu tun, als jetzt will ich sie warten. Zeit haben wir auch. Jetzt von dir bekannt gesagt, wir nehmen den 6R. Auf den da mit Radgewichten. Interessant. So, Design war schwarz. Komplett schwarz. Und umleuchten waren so. Und kaufen. Ja, haben wir gekauft. Aber nur 80k. Naja, dann kommen wir schnell wieder auf 100. Mit etwas Geduld. Da steht sogar noch der Ladewagen. Mensch. Vermutlich er mitnehmen. Ist ja auch geiles Gespann jetzt hier. So, Fahrzeughändler, gehst du auf. Auf. So, du bist schon wieder fertig, sagst du. Sehe ich ein klein wenig anders. Und also muss ich sagen, was weiß denn schon ich?
Oh. Das ist heul endlich, oder? Ich sehe jetzt gar keinen Unterschied drin zwischen dem Zeug. Also muss ich jetzt dreimal drüber fahren. Kann sie nämlich auch noch haben. Da gibt es einen Unterschied. Wir werden sehen. Ich werde mal mit dem Ladewagen dann drüber bügeln, die Stücke. Dann werden wir sehen, ob es noch angewelkt ist oder ob das schon Heu ist. Weil Heu müsste eigentlich noch Stücke heller werden. Finde ich oder für meine Begriffe. Da nehme ich jetzt nicht wirklich einen Unterschied drin. Was kann es sein, dass ich zweimal fahren, drüber fahren muss, ein drittes Mal? Ich weiß es nicht. Ich fahre Gegenverkehr. Dudeli. Am Hof angekommen, das ist okay. Oh, warum hier? Und wieder weg. 94 km schon wieder. Und lässt sich da arbeiten und leben. So, Dilly. Hier ist auch noch nichts groß fertig. Naja.
Ich bin immer nicht, ob ich letztens zweimal oder dreimal drüber gefahren bin. Nämlich echt nicht dran erinnern, wo ich das Heu gemacht habe. Wenn ich mir das Heu hier angucke, ist es viel heller wie das, was auf der Wiese liegt jetzt. Fragen über Fragen. Und gleich jetzt ans Reste suchen. Aber ich glaube, das wird diese Folge nichts mehr. Ins Reste wegmachen. Nur achte drauf. Ein Drittel. Ein bisschen mehr wie ein Drittel haben wir drauf. Ich stelle dich jetzt aber mal ganz kurz hier hin. Gucken wir mal den da. Ob er den jetzt wegkriegt, ist erstmal egal. Ich will ja mal kurz an der Stelle antesten, was das ist. So. Ich darf mal kurz senken. Gras angewelkt. Und du bist jetzt auch Gras angewelkt. Ab damit zumindest jetzt. Wenn der reicht, ist okay. Das nicht krass angeregt oder was? Aber nicht. Müssen wir das anders machen, kurzzeitig. Da hinten. Muss leer sein. Hält alles das Gras angewelkt. Ich will mal eine ganz kurze Prise nehmen, unten drin. So Gras angewelkt. Warum man das jetzt nicht nimmt, keine Ahnung. Na, ja, tut's ja wenden. So, aber das ist erstmal egal. Ich komme zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.